Cornelius hat sich entschieden, nicht zu fliehen und lässt sich stattdessen verhaften. Jetzt muss er für den Finanzskandal geradestehen, den er gar nicht begangen hat. Selina ist untröstlich. Sie fühlt sich schuldig, da sie nicht mit ihrem Noch-Ehemann geflohen ist, als noch Zeit war. Was die Sache noch schlimmer macht, auch der Versuch, Cornelius durch eine Zeugin zu entlasten, klappt nicht. Doch ausgerechnet eine Figur bietet Selina daraufhin ihre Hilfe an. Ariane möchte um Selinas Freundschaft kämpfen und deshalb gemeinsam mit ihr versuchen, Cornelius aus dem Gefängnis zu holen. Währenddessen möchte Max seinen Patzer gegenüber Hotelgast Ilona wiedergutmachen. Dabei erfährt er durch Zufall, dass es sich bei Ilona um eine Hoteltesterin handelt. Wie Max darauf reagieren wird, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Montag um 15:10 Uhr in der ARD.